Yo, moin moin, liebe Leute, und heute bin ich und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sid Meier's Civilization 6 mit Mütterchen Russland hier am Start. Ja, weiter geht's in eine nächste Runde. Nur noch eine Runde. Ne, heißt es auch immer so schön. Ja, wir haben Madrid erobert. Wir ziehen jetzt hier oben nach Valencia, Granada und Lissabon. Und sobald ihr diese dann... unser eigen sind, dann, lieber Franz Peter Gustav da unten von Spanien, dann geben wir Ruhe. Wir halten aber erstmal jetzt hier unten Blick vor, würde ich sagen. Was wird denn das Schönes? So, ja, wir wissen. Es sind auch langsam ein paar Annehmlichkeiten hier mal so ein bisschen. Feuer! Wir gehen fort mit ihm. Produktion wählen. Smolensk ist fertig geworden, offensichtlich mit dem Tempel hier hinten. Ne, mit dem Schrein. Der Tempel Nummer 5, ja komm. Wie gesagt, Glaubenskrieg. Wir müssen den Glauben hier fördern irgendwie. Hier ist er schon auf dem Maximum. Können wir noch was kaufen? Ne, wir müssen was gehen. Missionar. Ich bräuchte noch einen für da drüben, aber haben wir nicht hier erst einen gekauft? Ja. Dann nicht. Produktion für Novgorod. Hafen ist auch schon komplett durch. Ihr habt keinen Platz, ihr braucht Wohnraum, ja. Die einzigen Plätze, die gehen, sind die besetzten. Das ist ja auch ganz große Klasse hier. Ist das noch der harmloseste hier? Ja. Produktion wählen für Sparta. Schiffswerft. Obwohl auch die hier den Wohnraum brauchen, dann würde ich eher sagen, nehmen wir Produkt. Oh, wir können verteilen. Ach, guck mal. Was ist denn hier passiert? Zwei Gesandte. Genau, du gehst hier rüber. Wir brauchen nämlich hinten für Twer noch was. Das Krieg. Lissabon hat Brüssel den Krieg erklärt. Okay. Brüssel hat Spanien den Krieg erklärt. Sind wir da Suzerän oder was? Brüssel hat... Brüssel? Na, guck mal an. Auch nicht schlecht. Einheit benötigt Befehle. Ja, du kannst dich da verschanzen. Du ziehst... Ja, du kannst mal darüber ziehen. Nur braucht 5 Runden bis da oben hin. Nee, nicht verschanzen. Du sollst dahin ziehen. Du kannst dich reparieren und du auch. Langsam wird es ja auch ein bisschen lästig mit dem Patrouillieren, aber okay. Hilft ja nichts. Ach, guck mal einer an. Ein Speer.
sich hier wieder irgendwo was gebildet? Nö. So sehr overpowered hier die Insel mit 4 Einheiten. Okay, passt schon. Ich würde hier ein bisschen noch 2 Städte bauen, hier oben und hier unten. Aber okay. Was soll's, hier wäre noch Wale, hier ist auch noch Wale. Tabak, hier drüben wird sich sogar eine Stadt wieder lohnen. Aber da ist nicht genügend Nahrung. Mal gucken. Hier oben, ja, da wäre der Fluss. Ja, könnte man hier setzen und sich dann hier nach unten fortgraben. Gar keine so schlechte Idee, vor allen Dingen vielleicht. Ne. Stadt müsste schon sehr groß sein, um das Öl da oben mitzunehmen. Öl ist halt echt sehr wichtig, finde ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass das echt nachher einen Ölkampf geben wird, aber wir haben zum Glück, muss man sagen, jetzt schon sehr viele Flächen, auch sehr viele Landflächen, wo wir noch gar nicht wissen, ob da irgendwo mal Öl kommt. Noch ganz viel Kohle, mit der wir noch nicht wirklich viel machen. Das ist immer noch Salpeter. Gut, nächste Runde. Watschel, 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 watschel. Spanien wurde von Brüssel der Krieg erklärt. Das haben wir schon irgendwie mitbekommen über Halbwege. Was wird denn das jetzt wieder? Nicht wieder zurückkommen. Ihr wart doch gerade erst so schön weg. Kommst du irgendwie dahin? Da kommt man hin, ich will drauf rein. So. Kommst du. Ich. Marine, Spiel, reagier, hallo? Ja klar, jetzt läuft er dahin. Ich hab dich da nicht hingeschickt. Naja, egal. Apostel. Oh, ich ist auch fertig. Ja, auf jeden Fall Universität. Wir müssen in der Forschung aufholen. Uns läuft Arabien uns hier echt den Rang ab. Naja, wir müssen in so vielen Dingen aufholen. Du wartest da mal auf deine Verstärkung. Ich glaube, ich kann euch nämlich auch so eine Chor zusammenpacken. So. Langt das schon? Nee. Nein. Wir handeln mit gar keinem mehr von. Vor allen Dingen nicht. Nee, du bist ja nicht Arabien, aber wir handeln mit keinem mehr da drüben von euch. Das führt zu nichts. Verdammt. Boah, jetzt kommt die wieder, oder was? Hilfe, Igri. Ich lasse es ticken, bevor ich wieder die irgendwo hinschicke, wo ich sie nicht hinhaben will. Wieso sind denn jetzt hier wieder 2 von denen? Versprechen an euch gebrochen.
Ja. Ich auch mein. St. Petersburg. Stellen wir das Wunder fertig. Wie das beschleunigt? Ne, gar nicht. Boah, ist mies. Produktion hier oben. Oh, sehr schön. Monumente. Mach's weg. Jetzt? Na wunderbar. Das langt nicht. Selbst den Weg. Ein Feld vor. Du hast keinen Wohnraum, dann bau dir doch ein Aquädukt. Oder vielleicht gleich ein Wohnviertel. Dahin damit, ja. Ich will mal wissen, was du für Schaden an der Stadt anrichtest. Speer soll uns ja nicht entkommen, bitte, danke. Oh Mann, jetzt kommt die auch noch wieder, ich kriege ja zu viel. Yippie-yay. Okay. Nope. Gleich. Ganz kurz noch. Aber wir sind gleich soweit, Spanien. Geht doch schon wieder los. Jetzt ist er oben, ey. Ach, come on, lass mich ziehen, wenn du mir schon Nachrichten gibst. Möglich. Puh, Jaxi. Alles wo. Der lebt noch. Okay.
Der schon, die Religion ist weg. So, Feuer. Feuer. Angriff. Kann jetzt echt nicht mehr so schwer sein hier. Handelswegkapazität ist mittlerweile fast doppelt so hoch. Okay. Ah je. Die Stadt hat auch fast gar nichts mehr. Dann fangen wir mal mit Reparatur. Boah, Ewigkeiten. Damit an. Wir sind jetzt hier noch 2 Stück, ne? Granada. Okay. Puh. Sehr schön. Hier könnten wir den Glauben eventuell auch schon noch vertreiben. Nächste Runde. Das Gefühl, da kommt immer mehr nach. Ey, Hilfe. Oh, wunderbar. Es hat sich gezeigt, dass kein System, so unmenschlich es auch sein mag, ohne eine Ideologie weiter bestehen kann. Polizeistaat. -2 feindliche Spionagestufe in eurem Land, alle Städte erleiden. Aber -1 Annehmlichkeit. Nee. Auch nicht so geilste von geil, nur. Nee, nee. Handelsweg ist mal wieder fertig geworden. Gute Frage, nächste Frage. Wo setzen wir den nächsten denn hin? Ich finde ja fast Novgorod Archangelsk wird sich lohnen. Beziehungsweise, nee, du musst dich ja noch an allen anschließen. Andersrum, du sollst in die Stadt transferiert werden. Entschuldigung, so rum. Zack. Einheit benötigt Befehle. Oh, ein spanisches Schifflein. Feuer! Dezent gar nicht laut, wa? Schade, dass man hier die Bauarbeiter nicht mehr selbst losschicken kann. Oder habe ich das versehentlich hier abgeschaltet? Schuldige Ansicht starten, nee.
Wir rücken schon mal auf Granada vor von oben. Dann haben wir hier hinten auch das nächste Weltwunder gesichert mit ganz viel Kultur. Das ist auch nicht schlecht. Eine Runde aussetzen. So, eine Runde Berlin nochmal geben. Mhm. Jawohl, ja. Kriegen wir die Religion jetzt hier eigentlich weg? Ja, so ein bisschen, ne? Finde ich gut. Finde ich richtig, richtig gut. Hat das keine Fortbewegungspunkte mehr? Okay. Die Apostel sind gut. Also wir brauchen definitiv mehr Apostels. Weil er hier allein schon 3 hat. 4. Nee, ja. Ne? Die russische Artillerie steht vor den Toren von Valencia und unweit entfernt von Granada. So. Bitte sag mal, dass wir mindestens auf Platz 2 wieder angelangt sind, ey. Immer noch nicht. Oh mein Gott. Der Religionskrieg ist, könnte uns echt das Genick brechen, wenn die hier echt gewinnen. Das ist ja voll Deibels, ist das. Ziehen sie wieder zurück zum Teil, okay. Finde ich gut, finde ich ganz gut sogar. Kriegen wir den Apostel ja noch weg. Kommt schon ein Tick zu Ende. Eine Persönlichkeit, einen großen Künstler können wir rekrutieren. El Greco, keine Ahnung. El Greco Greco schrieb einmal: Ich zeichne, weil ich die Geister wie wahnsinnig in meinem Kopf flüstern. Was? Weil die Geister. Achso, Gott. Ich zeichne, weil die Geister wie wahnsinnig in meinem Kopf flüstern. El Greco, ein eigentlich Dominikos. Was? Ach, das ist sein Name, oh Gott. El Greco, oder eigentlich Dominikos Theotokopoulos, wurde 1541 auf Kreta geboren, ein Grieche also. Er reiste in seinen 20ern nach Venedig, um als Schüler von Tizian Kunst zu studieren. Unter dessen Leitung begann Dominikos
die Grundlagen der Renaissance-Malerei zu meistern. Perspektive, Farben, die menschliche Form und detailliert detailreiche Szenen. Szenen, da. Seine nächste Station war Rom, wo er im Palast des Kardinals Alessandro Farnese lebte und arbeitete. Ein einflussreicher und geschickter Diplomat des Heiligen Stuhls. 1572 gründete El Greco, seinen Namen änderte er irgendwann, damit ihn die Italiener besser aussprechen konnten, danke sehr, sein eigenes Atelier. Doch der Erfolg blieb aus und er brach 1576 nach Spanien auf. In Madrid schaffte es El Greco jedoch nicht, sich die königliche Unterstützung von Philipp II. Zu sichern und reiste weiter nach Toledo. Dort wurde er von Diego de Castillo, dem Dekan der dortigen Kathedrale, eingestellt, um eine Reihe von Arbeiten für die Kirche anzufertigen. In den nächsten drei Jahrzehnten arbeitete El Greco seinen Stil aus. Seine Gemälde stellten den Menschen oft in übertriebenen und verzerrten Posen dar. Zu seinen berühmtesten Werken gehören die Tränen des heiligen Petrus 1582, das Begräbnis des Grafen von Orgas 1588, die Anbetung des Hirten 1599 und die Öffnung des fünften Siegels 1614. Sein Stil und seine emotionalen Themen gaben der Leidenschaft Ausdruck, die für die Gegenreformation in Spanien herrschte. Seine Arbeit betonte mit machtvollen Bildern die Bedeutung der Sakramente, der Jungfrau und der Heiligen. Seine späteren Werke mit ihrer eindringlichen Intensität sollten in den nächsten Jahrhunderten noch eine Vielzahl von Künstlern beeinflussen. Von den Kubisten bis hin zu den deutschen Expressionisten und abstrakten Impressionisten. El Greco starb 1614 in Toledo. Nach seinem Tod wurde er lange Zeit vergessen, um dann im späten 19. Jahrhundert als Prophet der modernen Kunst wieder aufzuerstehen. Tja. Komm zu uns! Das hätte schon repariert, okay. Wunderschön. Jetzt blockieren uns. Nee. Oh, warte mal, können wir hier einfach hin? Hier wunderbar. Vorbei, okay, dann kannst du dich da ein paar Sekunden ausheilen. Kauf mit Glauben möglich hier, Tatsache. Aber ich will da lieber auf dem Apostel sparen, der braucht 600 oder so. Smolensk ist fertig geworden, dann nehmen wir jetzt ein Watt einfach hinterher, einfach weil es relativ schnell geht. Hier nehmen wir das Monument hier hinten. Ja, du kannst dich eine Runde ausheilen. Der Händler ist da, wunderbar. Was würdest du denn hier zu Jakarta? 14 Gold plus ein Gold. Ja, warum nicht? Fangen wir mit sowas mal an. Kannst du mal bauen? Kannst mal hier hinten hingehen und gucken, ob wir hier was wegnehmen können. Was wegnehmen, aber Geländefeld bauen mag ich. So. Thank you.
machst mal Platz für die. Okay, wunderbar. Ja! Diese Stadt ist bekehrt. Wunderbar. Guter Abschluss für die Folge, finde ich. Ein paar Sachen sind ja noch. Okay, der Künstler, den müssen wir... Können wir den hier irgendwo einsetzen, hier drüben schon? Nö. Oh Gott, haben wir viele Künstler. Dann rennen wir darüber. Zum Sammelhort. Ah, ich wollte hier die Folge abschließen. Ah, verdammt. Nutzen wir hier die Gelegenheit für. Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Mulmul. Mos.